Ja, nach der letzten Highlight-Folge dachte ich mir, muss es mal wieder schneller weitergehen dementsprechend. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Da bin ich heute schon sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber erstmal will ich mich ein bisschen aufmunitionieren, wieder so ein bisschen entspannter da sein, was das angeht. Nur der Bulle. Weit weg von dem den Waffendeal vor der Polizei abschließen, ist immer eine clevere Idee. So. Ich hätte gern echt wieder eine Pistole. Ja, aber ich bin ja ganz schön klamm, du, merke ich gerade. Oh, die kann ich gratis ausrüsten. Das ist schön. Was ist da besser? Präzision? Nimm mal die Dicken. Aber warum nimmt er... Ich will doch nicht... Nein! Na egal. Hol ich mir von irgendeinem Gangster dann wieder eine böse Ding zurück. Und Munition nehme ich auch wieder am Start. Aber also das ist ja echt doof. Warum kann ich nicht sagen, für welchen Slot? Warum nimmt er immer die in den rechten? Das ist sehr dämlich. Aber wenn ich sie eh gerade ausrüsten kann, nehme ich hier noch eine mit. Also dann nehme ich die anstatt der... Ah, jetzt geht's. Ist ja... Okay. Ich habe nichts gesagt. Warum auch immer... Scheinbar ist das so. Gut, das haben wir. Was gibt es denn eigentlich für Spezialwaffen? Habe ich immer noch nichts. Naja. So, Nachschub. Adrenalin spritzen. Endlich mal wieder ein bisschen da voll machen. Schusssichere Weste nehme ich auch mit. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen Granatenpower. So. Jetzt fühle ich mich wieder wohl. Oh, Polizei. So, dann hole ich mir jetzt auch wieder mal einen Wägelchen ran. Vielleicht mal was Normales. Wir wieder wollen ja mal auch ganz entspannt mal sein. Und dann gucken wir, wo wir jetzt weitermachen. Trifft die mit Donovan? Ja, machen wir doch das. Da kommt auch schon. Das ist ein bisschen Understatement, weil will ja auch mal so... seinen untergebenen Adjutanten zeigen, man fährt auch normale Autos. So. Außerdem, der fährt ja auch. Ist doch auch Schnieke. Oh, da vorne ist Polizei. Rote Ampel. Kein Problem. Das ist sowas darf zum Beispiel in so einem Spiel gar nicht Fall sein. Man darf nicht vor der Polizei über eine rote Ampel knallen können. Aber naja, das ist ja mittlerweile, wissen wir ja schon darum Bescheid. Aber ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil die letzte Folge, die war einfach so ein absoluter Killer. Da kann es jetzt ja nur noch, also jetzt muss es ja langsam Richtung Finale gehen. Der Cell, der muss sich jetzt langsam auch in die Hosen machen. Da unten sind ganz schön viele böse Jungs. Naja, egal. Aber langsam ist der jetzt auch nicht, du. Schaut euch mal an. 120. Also, das geht doch ganz fix. Polizei. Aber die Bremsen sind nicht so geil. Naja. Aber der, also, die... Der hat aber auch einen merkwürdigen Sound irgendwie. So. Entschuldigung, scusi. So, jetzt habe ich es bald geschafft. Aber wo will er sich denn auch mit mir treffen? Das ist ja am letzten Fleck hier. Auch ein schönes Auto da gewesen. Ach, fahr doch zu. Aber da waren wir hier noch nie in der Reihe. Das ist mal was Neues. Von dem her bin ich jetzt schon gespannt, was wir hier so vorfinden werden. Ich darf mich auf eine Bank setzen. Ja, super.
Schon mal von Enzo Conti gehört? Ich glaube, Sammy hat ihn mal erwähnt. 61 Jahre, Mafia-Urgestein, hat seit Ewigkeiten in Barclay Mills das Sagen. Erst hat er die Eisenbahn erpresst, dann ist er auf Industriemüll umgestiegen. Das ganze schwere Gerät, das Material für den Casinobau, Stahl, Betonschalungen, das ganze Zeug, ist alles mit Enzos Zügen rangeschafft worden. Das ist Equipment im Wert von Millionen. Wer hat den ganzen Scheiß offiziell in Empfang genommen? Marcano ist ein Gangster, also braucht er einen Partner, eine Art Schattenmann. Wenn das so ist, hat der eine gute Tarnung. Aus seinen Akten bin ich jedenfalls nicht schlau geworden. Was also ist denn das Enzo für eine Optik sagen, von der Jacke? Laut meiner Quellen ist Enzo kein Fan des Casinos. Er glaubt, alle außer Sal Marcano werden voll auf die Schnauze fallen. Vielleicht bringe ich ihn so auf unsere Seite. Wird schwer sein, ihn zu überzeugen, aber versuch's ruhig. Seine Eisenbahn-Connection steht noch und den Industriemüll muss er ja irgendwo bunkern. Da würde ich mal anfangen. Ich übernehme seinen Bezirk. Dann rufe ich ihn vom Motel aus an und mache ihm Angebot. Wenn er nicht mitspielt, zeigst du ihm, wie die Vietcong sowas lösen. Ja, dann nimm halt seinen Bezirk ein. Das sagt er so leicht, klar. Warum auch nicht? Nehmen wir halt den Bezirk ein. Was ist denn da oben? Schusswaffen, da ist in seiner Machtstelle zu tun und wir Buckley. Das ist aber doch gar kein Story-Auftrag. Doch, das ist einer. Ja, dann fahren wir doch mal hin. Das ist ja hier gleich ums Eck. Lieutenant Enzo Conti arbeitet sich den Arsch ab, damit sein Capo in Frisco Fields rechtzeitig seinen Anteil bekommt. Er ist ein zäher alter Hund, der sich zum Lieutenant von Buckley mit hochgearbeitet hat. Jo. Also, beseitigen. Schau mal, was da drin ist. Erstmal Hallo sagen. Hallo auch. Hallo. Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön rund, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barclay? Yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Piets Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Piets Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Danke. Ja, mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon. Natürlich kenne ich das. Mit Druck, ich meine, mein Zweitname ist Druck. So. Stiehl Santinis Waffenkarte, befrage den Zug. Stehe mal die Santinis Waffenkarte. Vielleicht gehst einfach mal zur Seite. Mann, ey. Irgendwie finde ich das Auto ganz nett. Hat mal was. Na ja, so ein Cabrio würde ich jetzt nicht fahren wollen bei dem Schietwetter. Ach, hup doch nicht. Oh, kann ich auch. Oh, da ist aber mal... Eieiei, ist da viel los da drin. Huiuiui. Komm her. Naja, dann gehe ich halt ihm einfach mal nach und hau ihn eins über die rüber. Oder ich erwürge ihn von hinten. Albumcover. Nehme ich doch auch.
Komme ich da irgendwie rein? Ne, ich denke, glaube ich, muss vorne rein. Ich gehe einfach vorne rein. Also hier halt. Weil Toni sich für was Besseres hält. Hängt mit dem Hotel ab, wie die Königin von Sa. So, das war mal effizient geschossen, würde ich mal sagen. Ich habe doch gerade schon wieder irgendwas hören. Sagen, machen, tun. Das brauche ich nicht mehr. Da hätte ich wohl auch reinkommen können. Aber mir geht es ja hier um die Waffenkarte. Da ist einer oben. Das ist ein schöner Zug, schöne Lok. Komm einfach rum. Komm, komm, komm. Was immer nötig ist, um dich zu finden, Junge. Oh, Scheiße, er macht uns alle fertig. So mag ich meine NPCs. Schön doof. So. Also, auch du, Brutus. Hätte ich das mal gewusst, da ist überall eine Weste und sonstiges. Da liegt noch Kohle rum. Nehme ich mal mit. Kann man immer noch dem schaden. Jupp. Da hinten ist auch noch ein bisschen Kleingeld. Hol ich mir auch ab. Oh ja. Noch Schnieke und da oben ist noch einer. Ich rufe Hilfe! Ja. Das wollte ich doch nicht. Springt er da einfach hoch? Oh, wie das Gemälde. Wer wollte da meinen Tod? Ich hab ihn. Hättest mal lieber den Kopf unten gelassen. Ja, oder du deinen. Hättest mal lieber den Kopf unten gelassen, sagt er. Und achte nicht auf den eigenen. Ganz schön dumm. So. Geld, hier oben ist alles drin. Das heißt, jetzt kann ich runter und da gibt es auch noch irgendwas zum Zerstören. Ja, das ist doch ein ordentlicher Schaden. Die haben alle keinen Schalldämpfer, gell? Sonst hätte ich die jetzt genommen. Die ist ganz schön laut. Naja. So, und wo ist jetzt die Karte? Karte, Karte, Karte. Wo liegt sie denn? Gerade nicht. Ach, da. Ja, hä? Jetzt, und raus hier. Das gab auch endlich auch mal wieder ein bisschen was für die Portokasse hier. Das Ganze. Ach, ich kann mich ja. Das mache ich noch schnell mal heilen. Dann nehme ich hier das Ding mit. Brauche ich nicht wieder nachher kaufen für teures Geld. So. Jetzt bin ich wieder ausgerüstet. So, ich glaube, die Waffe brauche ich nicht mehr. Die kann man mal wegstecken. Und hier nehme ich jetzt mehr irgendwie. Nein! So, Entschuldigung, hat es gerade hier. Mein Windows hat sich gemeldet. Dann nehme ich mir doch da ein Auto. Nehme ich dich.
So. Jetzt fahre ich einfach mal hin, wo ich hinfahren soll. Ist auch wieder ein ganz schönes Stück weit weg, du. Oh. Was schmeißt du dich dann da auch so in den Weg rein? Ach ja, die Effekte schauen, also hier gerade der Boden, das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Jetzt muss ich so weit wegfahren, da muss ich dann nachher den ganzen Sheet wieder zurück. Eigentlich wollte ich heute mit euch über die Pläne der Johnson-Regierung. Ach, Johnson-Regierung, das ist doch keine Sau. Wenn du mich noch einmal anhubst mit so einem Auto, da weißt du aber genau, dass das ganz schnell mein Auto wird. Mann, da muss ich schon diese doofe Karte mir klauen und dann muss ich es auch noch ellenlang weit weg irgendwo hinbringen. Hatten die früher keinen Hubschrauber oder so? Hubschrauber. Ui, das war schon wieder knapp. Aber irgendwie habe ich es dann doch noch rüber gezirkelt. Ach ja, ist immer schön, wenn ich rechts meine Häuser sehe und dann weiß, das ist alles meins, alles meins. Aber ich muss sagen, je länger ich das Spiel spiele, desto gespannter bin ich auf das Ende der Geschichte, weil irgendwo mussten diese Anhörungen ja mit dem FBI-Kerl auch einen Hintergrund haben, warum die Anhörungen machen und was dann eben aus uns sozusagen geworden ist. So, jetzt sind es nur noch 800 Einheiten. Da lang. Ich glaube, für die Rückfahrt nehme ich ein anderes Auto. Das kickt mich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig. Ach, hub doch nicht. 1A Überholmanöver gemacht. So, Amerika. Ich bin auf meiner Spur. Was hubst du, Alter? So, und jetzt hier da rein. Ah, da muss ich... Ach, da geht's scheinbar weiter. Aha. Ach, das ist ein Schießstand. Na klar, dass hier dann auch geballert wird. Alter, Rednecks. Das sind aber ganz schön viele hier am Ballern, du. Ich glaube, wir gehen das mit roher Gewalt an. Schick mir ein paar gute Schützen raus. Und ein Überfallkommando. Wir kommen gleich rüber. Und dann geht es jetzt einfach gleich mal rund. Runter, bevor du erwischt wirst! Ist nicht so gerissen, wie du glaubst. Was ist das denn? Das sind keine. Das Arschloch hat mich getroffen. Die machen uns hier fertig. So. Geh weg! So. Einfach mal den Schießstand leer geräumt. Ja, ich glaube, das war jetzt mal effizient. Da haben wir jetzt gar nicht lang rumgetan. Sondern einfach mal hier ordentlich da aufgeräumt. Diese Hillbillies. So, das Geld nehme ich natürlich noch mit. Die Waffen hier in der Luft auch nicht schlecht. Ich nehme, glaube ich, so ein Redneck-Gerät mal mit. Darauf habe ich jetzt irgendwie Lust. Mal ein bisschen was anderes hier fahren.
schön fürs Gelände geschaffenes Auto, das gar nicht in die Puschen kommt. Aber sei es drum, auch mit 60 Meilen, sag ich jetzt mal, kann man hier natürlich auch geradeaus fahren. Auch wenn es irgendwie anders schöner wäre. Aber die Hillbilly-Flagge, die Redneck-Flagge, die macht's wett. Ja, kann ich auch. Oh, Gegenverkehr. Was machst du denn da? So, aber eins überholen mal, würde ich da mal sagen. Ja, schaut mal, wie das Wiesel laufen kann, wenn es will. Komm ich da überhaupt hoch? Nee, das ist klar. Ich dachte mir, ich kann jetzt hier schnieke abkürzen. Hab hier so einen Geländewagen. Aber nix Geländewagen. So. Nach der Aktion muss ich mal wieder ein bisschen Adrenalin usen. Hälfte des Wegs haben wir schon mal geschafft. Er kommt rum. Ein rosa Auto, dafür alle Damen. Ein Highlight. Ach, gar nichts war es. So, jetzt haben wir es aber wirklich bald geschafft. Da jetzt bei der Polizei links abbiegen. Sehr vorschriftsmäßig. Und hier rechts rum. Also gerade für den Hügel, da muss ich aber, das ist ja doch der idealste, das idealste Gefährt dafür. So, komm. Streng dich an. Sei mein Muli. Ah, das ist jetzt schon ganz schön zäh mit dem Auto hier. Ach, wir haben es geschafft, endlich. Hallo. Ich bin wieder da. Sag mir, was ich machen soll. Heilige Scheiße. Bei Santini hast du ganze Arbeit geleistet. Ja, natürlich annehmen. Verdammt, du schindest Eindruck, Kleiner. War nicht bös gemeint. Hör mal, Santini mag's gar nicht, wenn Leute meinen, sie bräuchten für Schutz nichts zu zahlen. Und anscheinend traut ihm keiner mehr zu, dass er die Waffendeals durchzieht wie sonst. Das hat ihn bestimmt ziemlich sauer gemacht. Lässt ihn, Enzo und Marcano ganz schön schwach aussehen. Geh mal rüber zum Güterbahnhof. Santini ist gerade dort und überlegt, was er machen soll. Was ja. Conny? Immer schön sauber bleiben. Dann muss ich doch den mal besuchen. Wenn du Santini nicht erledigst, dann macht's Marcano. Er löst den armen Bastard doch von seinem Elend. Na klar. So, rückwärts. Ah, 290 Meter, das ist fix. Geh weg. Geh auch weg. So, also den armen Santini müssen wir jetzt erlösen von seinem Leid des schwierigen Waffenschmuggels. Tut mir ja echt, also der arme Kerl, dieser schwere, anstrengende Job, kommt nicht nach Hause zu seiner Frau und so und muss dann immer noch da sich argumentieren, warum wieder mal eine AK-47 nicht so in dem Zustand ist, wie verabredet. Es ist schon echt ein schweres Leben, so als Waffenhändler. Dementsprechend ist es jetzt schon ganz gut, wenn wir da... Oh, das war jetzt eng. Wenn wir da jetzt mal helfen.
hab gehört, Mr. Santilli war vor kurzem hier. Ist er angepisst? Ob er angepisst ist? Scheiße, und wie? Weißt das du eigentlich, glaub ich. Wer mit diesen Zügen verdient? Der ist mit einem Baseballschläger auf Little Eddie los. Ich warte jetzt mal, ob die hier noch weggehen. Eddies Schädel ist geplatzt wie eine Wassermelone. Wenn wir das hier vergeigen, ist er als nächstes. Ja, also sag mir, wenn du was siehst. Kommt jetzt er daher, ne? Aber die scheinen sich alle auch nicht wirklich da weg zu positionieren. Naja. Aber da gab's doch den anderen Weg da vorne rein, oder? Ich muss dich bitten zu gehen. Du bittest mir erstmal um gar nichts. Ich gehe gar nirgendwo anders hin. So, da gibt es ja bestimmt jetzt hier so einen Nebeneingang, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Haupteingang vorne der einzige Eingang ist, wo ich hier durchkomme, der so hart bewaffnet ist. Und da schaut es doch aus, nach dem, was ich suche, einem schönen Nebeneingang für uns. Und da oben sind wir eh gleich beim Chefchen. Ja, guck doch mal. Ja. Weiß ich auch nicht, was das war, du. Keine Ahnung. Ich hab's dir schon erklärt. Das waren die. So, irgendeine Notiz. Die interessiert mich jetzt gleich gar nicht. Stopp. Jetzt war es mehr als ein Nigger. Weißt du, was ich denke? Ich glaube, du hast dich bei ein paar meiner Sachen auf den Bahnwaggon festgesetzt. Lauf doch, lauf! So. Wisst ihr, ich dachte wirklich, ich könnte das hinbiegen. Nee. Das Thema ist für dich durch. Ja. Mann, weil ich da gut reingesneakt, du. So, hau ab. Ist meine Firma. So, wer bekommt denn den? Wer ist denn gerade... Die Cassandra bekommt gefühlt zu wenig. Aktuelles Einkommen. Kontrollierte Bezirke. Sturmgewehr. Ja. Sprinte und schwimme länger und hol dich schneller. Sprengladungen. Eigentlich ist sie am sinnlosesten. Ja, deswegen, ich gebe es auch wie immer anders. Ich glaube, ich gebe es ihm. Er ist ein guter. Schick, wenn immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Keine Sorge, Junge. Sie sind unterwegs. Warte. Und so schnell hat man den Güterbahnhof. Also wenn ihr im Leben nichts erreicht habt, dann werdet einfach Gangster. Und zack, hören euch Puffs und Güterbahnhöfe und alles drum und dran. Ja. Extra Sprengladungen. Das ist schön. Damit war es das heute für die heutige Ausgabe Mafia 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir nähern uns immer weiter Sal Marcano.